bin Hanna Heller. Ich studiere seit 2016 hier, pendel immer von Speyer, wo ich jetzt auch wohne. Genau, vorher habe ich in Frankfurt gewohnt und meinen anderen Master noch abgeschlossen. Ich habe also erst in Bayreuth Volkswirtschaftslehre studiert und dann in Frankfurt International Economics and Economic Policy studiert. Ein Master, klassisch VWL, viel ableiten. Und hatte gehofft, weil mir das im Bachelor immer gesagt wurde, in der VWL wird es irgendwann noch besser, irgendwann kommen die Fragen, die mich interessieren, irgendwann kann man auch über politische, aktuelle Themen sprechen, aber es ist nicht passiert. Also ich hab einfach nur kompliziertere Terme ableiten müssen und die Antworten blieben die gleichen. Ne? Der Markt regelt's, der Staat soll sich nicht einmischen. Und das fand ich unbefriedigend. Und nach dem ersten Semester eigentlich dort im Master habe ich dann entschieden, ich muss noch irgendwas anderes, Richtiges studieren. Und habe zum Glück über Freunde mitbekommen, dass es eben diese Cusanus-Hochschule seit neuestem gibt. Ja. Und ich hatte gehofft, in der Volkswirtschaftslehre zu verstehen, woran es denn hängt, dass wir diese Probleme nicht angehen. Ob es denn wirklich ökonomisch nicht machbar ist. Genau, in der Volkswirtschaftslehre wird generell nicht über Geld gesprochen, auch nicht über Schulden, nicht über das Finanzsystem, nicht über Ungleichheit, über Umwelt eh nicht, hat ja keinen Preis. Also es ist all die Fragen, die mich eigentlich in die Wirtschaft getrieben haben, wurden von dieser nicht bearbeitet und jetzt in der Cusanus-Hochschule ist es was anderes. Also dort geht es nur um diese Fragen. Ganz viel Verbindung zwischen Theorie und Praxis, auch tatsächlich wieder durch die Menschen. Also dadurch, dass hier Menschen sind, die einfach sehr viel schon ausprobiert haben, sehr viel in Organisationen gearbeitet haben, die einfach versuchen, es anders zu machen. Also ob es jetzt die Gründung einer solidarischen Landwirtschaft ist, die die zwei Kommilitonen gegründet haben, oder eine Regionalwert AG, die ein Freund von mir mit aufgebaut hat, oder das Netzwerk Plurale Ökonomik, was versucht, das Wissenschaftsparadigma aufzubrechen, der VWL. Also das ist alles Praxis, wie gestalten wir was anderes, was Neues, was Nachhaltigeres. Und ich glaube, durch diesen Austausch mit den Menschen, die alle so wahnsinnig engagiert und tatsächlich auch pragmatisch in der Welt stehen. Also man könnte ja denken, es ist irgend so ein Hippie-Verein, der da schön vor sich hinträumt von einer schöneren Welt, aber tatsächlich erlebe ich die Menschen als hier sehr, sehr pragmatisch und anpackend. Und einerseits natürlich sehr reflektiert und in der Theorie behaftet, andererseits aber auch schon sehr auf dem Boden der Tatsachen und im Praktischen ausprobierend. Ich schreibe gerade hier meine Masterarbeit. In Frankfurt habe ich letztes Semester meinen Master beendet und danach plane ich wahrscheinlich ich versuche gerade ein Promotionsstipendium zu bekommen, habe ein Exposé geschrieben, werde mich jetzt damit bewerben. Parallel zur Promotion werde ich mich tatsächlich stärker parteipolitisch engagieren. Also ich gehe jetzt in den Stadtrat in Speyer für die Grünen und die Grünen arbeiten aber auch gerade ein neues Grundsatzprogramm und gerade wirtschafts- und sozialpolitisch sind die Grünen, glaube ich, noch nicht so stark aufgestellt. Oder beziehungsweise, ja, es gibt nicht so viele Menschen bei den Grünen, die sich mit Wirtschaft auseinandersetzen und ich glaube, da müssen sie einfach noch ein bisschen mehr Argumentationskraft entwickeln und da würde ich gerne mithelfen. Genau, also vielleicht werde ich ja Politikerin. Gerade wenn ich in die Politik gehe, was ich wahrscheinlich tun werde, in meinem späteren Leben helfen mir die Inhalte immens. Also Spiel der Politik ist es, gut zu argumentieren und Leute mitzunehmen in der Argumentation, also Sachverhalte so zu schildern, dass es die Leute verstehen und Entscheidungen nachvollziehen können. Und dafür ist es ganz wichtig, eine Sprache zu finden für die Prozesse, die ja eigentlich schieflaufen und eben nicht immer zu den einfachsten Antworten zu greifen, die Flüchtlinge sind schuld, die Migranten sind das Problem, sondern eben da ein bisschen tiefer zu schauen und auch nicht zu schreien, irgendwie, wir schaffen den Kapitalismus ab, sondern tatsächlich auch zu schauen, okay, welche Strukturen des Kapitalismus sind es denn? Ich würde von meiner Warte behaupten, dass der Kapitalismus oder die Marktwirtschaft oder die soziale Marktwirtschaft, die wir schon lange nicht mehr haben, nicht komplett verkehrt ist.
Aber das Ausufern dieser Marktwirtschaft ist einfach gerade verkehrt. Und dagegen argumentiert zu können, auch differenzierend argumentieren zu können und Leute mitzunehmen, ich glaube, da hat mir das Studium schon sehr viel beigeholfen.